Fiona Tan ist eine indonesische Fotografin, Filmemacherin und Videokünstlerin. Als Kurator kennt sich Herr Stefan Gronert mit ihrer Ausstellung Goraiko im Sprengelmuseum genauestens aus und stellt sie uns vor. Wir haben hier eine numerisch kleine Auswahl von Werken getroffen. Es sind nur 5 Stück, die aber aus vielen Einzelteilen bestehen. Also ich habe mal gezählt, es sind 166 Einzelteile. Und sie beginnt mit 2 Arbeiten, die im Groben gesagt dem Themenfeld des Porträts zuzuordnen sind. Das sind Auseinandersetzungen mit Dingen, die wir aus dem Alltag auch kennen. Also eine Teenagerklasse, die sich selbstständig präsentiert und die ganz offensichtlich auch aus unterschiedlichen Kulturen kommt. Dann gibt es eine 6-teilige Arbeit, die sehr stark mit niederländischer Porträtmalerei eigentlich zu tun hat, obwohl es Filme sind. Und dann geht es weiter mit dem Thema Landschaft im weitesten Sinne. Tens Arbeit widmet sich seit knapp 20 Jahren der Fotografie in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. So steht im Mittelpunkt der Ausstellung Goraiko das Licht und die langsame Bewegung, die in dem Filmfotoprojekt Ascent deutlich zum Ausdruck kommen. Es besteht aus einer 77-minütigen Projektion sowie aus 151 Einzelfotos, die sich inhaltlich mit den zahllosen fotografischen Darstellungen des Fuji, dem heiligen Berg Japans, befassen. Nun, Licht ist der Schlüssel zu allem für jemanden, der mit objektivbasierten Bildern arbeitet, wie ich es mache, also Film oder Fotografie. Das Licht ist dort, wo etwas beginnt und wo etwas aufhört. Wenn du kein Licht hast, hast du auch kein Bild. Es ist sozusagen das Zentrum von allem. Es ist eine so wichtige Sache, dass es fast unmöglich ist, darüber zu sprechen. Genauso wie es für Tan unmöglich erscheint, über das Licht zu sprechen, so ist es nicht anders, wenn es um die Interpretation ihrer Kunst geht. Ich möchte nicht beschreiben oder vorschreiben, was mein Publikum sehen soll oder wie es auf meine Stücke reagieren soll. Auch weil ich sehr stark mit Bildern und Fotos und visuellen Dingen arbeite. Ich weiß nicht, ob man das immer mit Worten erreichen kann. Ob ihr die Worte auch fehlten, als sie die Nachricht über ihre Auszeichnung bekam, lässt sich nur erahnen. Froh war sie jedoch allemal. Ich war sehr überrascht, als sie mich kontaktierten und mich fragten, ob ich diesen Preis erhalten möchte, aber ich war auch sehr erfreut. Das ist sehr schön. Die Künstlerin wird für ihre besondere Weise des Einsatzes der Fotografie geehrt. Sie schafft durch die Fotografie nicht nur Kunst, sondern untersucht sie in ihrem Gebrauch auf ihre Geschichte, ihre Zusammenhänge, Absichten und Formen. Dabei sind ihre Werke stets auch als eine Art Stellungnahme auf die Fotografie zu verstehen. Die Ausstellung kann bis zum 12. Januar kommenden Jahres besucht werden.